BMC Racing mit dem australischen Mitfavoriten Richie Porte hat das 35,5 Kilometer lange Mannschaftszeitfahren der 105. Tour de France gewonnen. Neuer Träger des gelben Trikots ist der Belgier Greg van Avermaat vom Siegerteam, der den Slowaken Peter Sagan von Bora Hansgrohe an der Spitze des Gesamtklassements ablöste. Die britische Sky Equipe mit dem viermaligen Toursieger Chris Froome fuhr auf Rang 2. Damit konnte der zum Auftakt gestürzte Seriensieger auf einen Großteil seiner Konkurrenten Zeit gut machen. Die vierte Etappe führt über 195 Kilometer von La Boule nach Sassau.